Tettbruder Hofeisen. Ich denke Jakscho. Oder ist das wieder eine falsch übersetzte Quest? Wäre nicht die erste. Oder wie gestern, töte 20 Hirsche und in der Quest steht, töte 10 Hirsche. Was, der ist jetzt da reingeflogen in den Altar und hat sich dadurch selbst geopfert, nur weil ich ihn geschubbt habe. Kommt, kauft, stöbert! Holt den Schlüssel für Yeti-Fesseln von Chocho, dem Verruchten, und lasst den Affen alten Müffel frei. Noch drei Sachen. Rettet 5 eingesperrte Grummel, indem ihr sie losschneidet und aus den Käfigen befreit. Viel Glück allen Freunden der Grummel. Faustklopper kloppen. Tötet 8 Faustklopper Kracher. Oh. Oder Faustklopper Aufspießer, Piekser und Faustklopploch. Und nun lebt wohl. Wie denkt sich sowas aus? Ah, Stärkungssau, das klingt doch gut. Ich habe nämlich keinen Waffe mehr. ...20% erhöht. Wenn ich das nochmal esse, kommt dann noch ein neuer Effekt. Nö. Wie, Kürbis haben die. Ich habe den gerade partout nicht mehr getroffen. Ob die auch ihre Glücksbringer haben? Wie kriege ich den da runter? Ah, noch jemand auf Wanderschaft? So. Seil abschneiden. Oder aus den Käfigen befreien. Da war ja was. Ich habe das Gefühl, der Sound ist leiser geworden, seitdem ich in dem Gebiet hier bin. Oh, stuck sogar. 194.000 Schaden. Heftig.
Los, schnell, der nächste. Lol. Die Glücksbringer will ich haben. Was waren hier noch? Ach, die Yeti-Fesseln. Muss ich also doch noch in die Höhle rein. Ausweichchance, schade. Da fand ich das mit Crit besser. Doch mal, dass der Yeti hier drin ist. Ja doch, jetzt sieht man es auf der Karte. Das ist der gute Glücksbringer. Die kann nicht häufiger kommen. Schatztor. Vorhin sage ich noch, das ist keine Random-Truhe. Die gehört zu der Quest hier, beziehungsweise zu den Posen. Gold und 300.000 Erfahrung. Das ist eine komische Ansicht, aber ich kann nichts machen. Ich kann nicht Kamera drehen. Spritz. Die Höhle ist so groß. Fesselnde Kräfte. Yeti Snacks. Ach ja, das war das Ding. Führt 5 unbeladene Grummel zu den Vorratskisten bei den Gnatzenkuppeln. Mögen eure Füße gute Pfade finden, nicht nach Glück. Geldbeutel. Tötet 4 Käfigmeister. Mögen eure Füße gute Pfade finden. 16 Gold. Dreieinhalb Balken, dann bin ich 90. Ich kann es gar nicht mehr abwarten.
liegt was. Käfigmeister töten und Packhelfer. Ach, hier war ich schon, als ich den... ja, diesen anderen Yeti da gelaufen bin. Ach, hier draußen auch. Das lädt immer noch auf. Mampf. Da wird jetzt bestimmt gefreit, wenn ich jetzt hier so eine Käfigmeister getötet habe, weil sie da nicht halten können mehr. Dem sollte ich, glaube ich, fernbleiben. Rummelausrüstung. Ah, da hinten ist wieder so ein Ding, habe ich gar nicht gesehen. Wieder schnell weggehen. Das war's. Ich hätte gedacht, hier passiert jetzt was. Ah, okay, so sieht der Baum auf einmal. Ich grüße euch. Genau das, was ihr sucht. Das ist natürlich cool, so nehmen sie den Weg weg. Wenn ich jetzt nicht mehr zu ihnen latschen muss. Provoziert Mampf Musik dann den Uuk von Knarz. Lebt wohl! Und der hat natürlich Angst vor Feuer. Nu?
Gegner mehr. Scheinplatzer. Ich hätte nicht sagen sollen. Was lädt? Das ist meine Packer. Ich töte die mal lieber. Nö, die laufen in eine andere Richtung. Hätte ich mir ja so sparen können. Handschuhe, 434. Meine sind besser. Alles gut auf euren Reisen. So, fertig hier. Beschützt eine Gruppe Grummelgrummel auf dem Weg zum Zwischenstation des Judfats zum Basislager von Amkota. Mindestens ein Grummel muss überleben, wenn ihr die... Ja, das kennen wir doch schon. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Also, war das, was ich eben gemacht habe, schon die Quest. Hat vielleicht den Vorteil, dass die jetzt noch sicher sind. Sein. Ich hoffe, die wollen nur zum Basislager am Kota, das war's doch. Na, kommt noch mal was? Sieht eigentlich gut aus. Diesmal sind alle drei Leben. Minuten lang kommt 5 erhöht. Was für ein Glücksbringer habt ihr? Lebt wohl! Rücken. 180 Crit. Plätze, Rücken. Großer Schutz. Ausdauer. Überragende Intelligenz. Ich kann das nicht benutzen.
Freien herbeigen. Damit ich da jetzt nicht nochmal rumlaufen muss, fliege ich jetzt zum Einlass und dann mache ich die Quest da oben. Was ist das immer? Gezähmter Spieß. Pika. Hier oben eigentlich schon? Ne, ich glaube nicht. Das ist das Höchste, wo ich jetzt überhaupt war. Versorgungskisten. Wir können alle möglichen Glücksbringer fallen lassen. Ist das hell? Hat natürlich keinen. Richtig schwach mit 160.000 Leben. Das ist gut. Hey, die Höhle geht aber tief. Ich bin mal mutig wieder. Wenn ich nicht alle anderen Glücksbringer drin habe, dann weiß ich auch nicht, die Gegner wieder zu finden. Ich kann nicht mehr sogar zu viel. Toll. Dreimal einen Glücksbringer, aber nicht einmal den anderen, der noch fehlte. Wenn ich Glück habe, kommt jetzt beim letzten Gegner hier vom Ausgang das Glück von Tiger Street. Das lädt immer noch
sehen alle gleich aus, sind aber trotzdem andere Kisten. So, da war der letzte. Aber mir fehlen noch diese Versorgungskisten. Beziehungsweise müssen es ja nicht mal Kisten sein. Im Target gehabt. Was für ein Glücksbringer habt ihr? Ich bald. Ist einer von den Viechern gestorben? Hatte ich nicht drei? Ich grüße euch. Bitte schaut euch meine Waren an. Sehe ich schlechter, kann ich also egal was nehmen. Zwei Balken. Wie riecht nach Glück? Wie riecht man denn nach Glück? Sprecht. Bis zum nächsten Mal. Muss endlich 90 sein, damit ich die ganzen Kochsachen abgeben kann. Was für ein Glücksbringer habt ihr? Bringt den Wagen und den Wagenführer sicher durch das Nimalaya-Gebäude. Ui, er hat mich abgemountet. Oh, was haben wir denn hier? Wirft den Angreifer alles entgegen, außer den Karren. Wirft eine Handvoll Gewürze nach dem Angreifer.